Herzlich willkommen zurück zum TT Gamer und Lufia 2. Ja, ich musste auch nachgucken, wie das geht hier mit der Bombe da. Und ich habe mich danach ernsthaft gefragt, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, das Ganze so zu legen? Weil es ist, finde ich, sehr schwer. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben und werde das jetzt mal hier so nachmachen, wie das hier auf meinem Zettel steht. Also die erste Bombe sollen wir hier legen. Dann sollen wir einen Schritt nach rechts gehen, einen Schritt nach unten, sollen da die zweite Bombe hinlegen. Sollen zwei Schritte nach links gehen, die dritte Bombe. Sollen einen nach oben, einen nach rechts, da die nächste Bombe legen. Also die vierte Bombe jetzt. Einen nach rechts, die nächste Bombe sollen wir dann da legen. Und dann sollen wir einen nach links, da wieder die nächste Bombe. Und jetzt noch einen nach links und die letzte Bombe. Und jetzt einfach bewegen, bis alle explodiert sind. Ja, und wir sehen, es klappt wirklich. Jetzt ist die Tür oder der Durchgang ist auf zum schwersten Rätsel der Welt. Also da wäre ich alleine nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Hätte ich nicht geschafft. Jetzt hier ein Schauspruch. Passierst du diese Stelle hier, gelangst du zum schwersten Trick. Drum bleib hier. Die wollen uns nochmal davor warnen, dass wir da jetzt zum schwersten Ding hinkommen. Wir das eh nie schaffen. Egal, auch da habe ich schon nachgeguckt, wie das gehen soll. Und da muss ich auch wieder sagen, da kommt man doch im Leben nicht drauf. Dies ist das schwerste Spiel der Welt. Willst du es mal versuchen? Ja, klar. Ich erkläre dir jetzt das Spiel. Du musst die Platten mit den Schatztruhen nach vorne manövrieren, indem du verschiedene Platten bewegst. Drücke den A-Knopf, um die bewegbaren Platten sichtbar zu machen. Benutze das Steuerkreuz, um die Platten zu bewegen. Wenn du aufgeben willst, setze den Zauberursprung ein. Das Spiel ist sehr schwer, doch ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ja. Und mal im Ernst, wenn ich nicht nachgeguckt hätte. Das kann man gar nicht schaffen. Ich mache das jetzt mal hier so, wie das auf meinem Zettel steht. Aber Moment, ja. Irgendwie kapiere ich das nämlich hier. Ich sehe gerade, es gibt noch einen A-Knopf, was sie ja da erzählt hat. Oh Gott, nee. Stopp, Ursprungszauber zurück. Das habe ich nicht berücksichtigt, dass es diesen Knopf gibt. Ich habe zwar jetzt hier die Kombination, wie man das machen muss. Aber ich habe ein Problem, weil nämlich ich nicht weiß, wann man den A-Knopf drücken muss. Das ist mein Problem. Ja. Das ist wirklich ein Problem. Weil jetzt können wir das zwar hier so machen, wie das hier angezeigt ist oder wie ich es mir aufgeschrieben habe. Aber hier, wir sehen, es bringt uns gar nichts. Es bringt uns wirklich überhaupt nichts. Der Block ist immer noch da, wo er eh ist. Also, probieren wir jetzt mal was auf eigene Faust. Probieren wir einfach mal irgendwas. Also ich drücke jetzt einfach mal nach jedem Moment. Nochmal ganz neu. Wir machen nochmal ganz neu. Also es ist ja schon vorausgesagt worden, es ist das schwerste Rätsel der Welt. Ich drücke am Anfang einmal A. Aber nach oben, bei mir steht hier, man soll nach oben machen, das geht nicht. Also fangen wir mit dem an. Den soll man nach rechts machen. Dann drücke ich einfach einmal A, mach den nach links. Jetzt soll man nach unten machen und nach jedem Mal, wo ich mich mit dem Pfeil bewege, drücke ich auf A. Also jetzt wieder A und jetzt nach rechts, A nach links. Geht zwar nicht, aber ich mache das einfach mal, wie das auf dem Zettel steht. Jetzt mach mal A nach rechts. Geht ja nun auch nicht. Jetzt sollen wir nochmal nach rechts machen. Geht auch nicht.
Aber jetzt sollen wir nach oben machen. Und damit ist bestimmt der gemeint. Und jetzt sollen wir einen nach unten machen. Und damit ist bestimmt der. Und jetzt sollen wir einen nach links machen. Und zwar dreimal. Ja, geht bei keinem. Einen nach unten. Ja, geht ja nur der. Und noch einer unten geht keiner. Und nach rechts geht nur der. Nach oben würde jetzt theoretisch der gehen. Nach unten ist Schwachsinn. Wieder nach oben könnte der und der mit gemeint sein. Jetzt wieder nach unten, wieder nach oben. Das bringt alles nichts. Den könnte man machen. Und dann jetzt wieder nach oben und so. Das bringt alles nichts. Ja, ich mache jetzt hier mal irgendwas. Ja, Leute. Meine Güte, ist das ein Scheißrätsel. Das ist ja ein beschissenes Rätsel. Also, ich kann verstehen, wieso das keiner löst. Ich kann es wirklich verstehen. Ich mache jetzt hier mal irgendwas, also ohne irgendeinen bestimmten Plan. Den kriegen wir da gar nicht runter. Bringt hier alles. Bringt das. Bringt ja überhaupt nichts. Bringt das. Stopp. Dann können wir nach da machen. Na, aber die Frage ist halt immer, bringt uns das hier überhaupt irgendwas, was ich jetzt hier mache? Wahrscheinlich gar nichts. Haben wir den da oben. Ja, geil. Bringt so gut wie gar nichts. Weil die Musik ist auch ganz locker. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen umgestaltet. Mache ich mal. Müssen wir mal den nach unten machen. Stopp. Ja, bringt uns auch mal wieder gar nichts. Aber wir machen das schwerste Rätsel hier. Wir machen das auf jeden Fall. Und wenn ich wieder nachgucken muss, wie das geht. Weil da gibt's gute Items, meine ich. Und die wollen wir ja nun haben, ne? Ja, das hier ist alles Käse. Wir müssten so einen kleinen irgendwie da hochkriegen. Kriegen wir aber alles nicht. Ja, das haben wir alles schon tausendmal gehabt hier. Das wäre natürlich interessant, wenn man jetzt einen von rechts noch irgendwie da einschleusen könnten. Wo ich aber gerade auch nicht so recht weiß, wie das denn gehen soll. Aber Leute, es ist halt das schwerste Rätsel. So, und den darüber 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 und den da. Ja. Lustig. Aber wartet mal.
Vielleicht. Nee, also ich mache hier einen Cut und guck nochmal, wie das geht. Bis zum nächsten Mal, TT Game.